Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Mal gucken, wie lange Michaela ihren Lachanfall unterdrücken kann. Wir haben gerade ein neues System ausprobiert, und zwar, dass wir nur noch mit Stichworten arbeiten. Also einfach so Brettspieltester, Michaela, Christian, Rainforest. Weil unsere Videos sind ja meistens ein bisschen länger. Länger als bei der Konkurrenz, und wir versuchen natürlich konkurrenzfähig zu werden oder zu bleiben oder was auch immer. Und deshalb mit den Stichworten, das werden wir mal austesten. Nicht heute, nicht bei diesem Na? Spiel, wollte ich eigentlich sagen, bei dieser Spiele vorstellen, bei dieser Rezension, bei diesem Let's Play, was auch immer wir heute machen werden. Lasst euch überraschen, ich habe selber keine Ahnung, was passieren wird. Aber wir haben das Spiel Rainforest hier, und Michaela startet. Ja, sie startet mit den Rahmen da. Rainforest ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben. Ist bei Game Factory erschienen. Der Autor ist Johannes Guppi und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 28 Euro. Genau, Guppy, nicht Groupie. Richtig, Nicht, dass es da genau. irgendwelche Verwechslungen gibt. Ja, und wie der Titel schon sagt, wir sind hier unterwegs und wir wollen Dschungelplättchen anordnen und dann da auch noch Tiermarker drauf sammeln. Ja, und Bonusplättchen vielleicht auch noch bekommen, um damit nachher, ich sag mal, am Spielende den punkteträchtigsten Dschungel dann vor uns hoffentlich Genau. ausliegen zu Und da haben. kam mir so in den Sinn, Rainforest, Regenwald, ist ein Dschungel automatisch ein Regenwald? Oder ist ein Regenwald automatisch ein Dschungel? Oder ist ein Dschungel in einem Regenwald? Weil Dschungel ist für mich irgendwie immer Indien, keine Ahnung warum. Und Rainforest, also Regenwald, ist für mich immer so Amazonasgebiet, größtenteils Brasilien. Gerne in den Kommentaren, ich habe keine Lust bei Wikipedia nachzuschauen. Das ist immer überschaubarer. Okay, dann starten wir einfach mal mit dem Spielmaterial und dem Spielaufbau. Wir haben das Spiel hier schon mal für 2 Personen aufgebaut. Das Spielbrett liegt in der Tischmitte bereit. Die Dschungelplättchen, es gibt insgesamt 55 Stück, und zwar 11 von jeder Farbe. Die sortiert ihr erstmal farblich nach den Rückseiten. Und dann mischt ihr diese Plättchen und dann legt ihr die Stapel auf die entsprechenden Felder und dann deckt ihr schon mal das oberste Plättchen auf. Vielleicht einmal ganz kurz zu den Dschungelplättchen, wie die aufgebaut sind. Ihr habt hier oben einmal oder beziehungsweise ihr habt hier einmal die Illustration des Plättchens. Auf jedem ist auch immer so ein Gecko versteckt. Das haben wir gestern gemerkt, als unser Sohn War es uns nicht mal ein drauf hin. Chamäleon? Und ein Chamäleon, Entschuldigung, natürlich ein Macht auch wegen Chamäleon. der Farbe irgendwo Sinn, Mehr so. Sinn, genau. Dann hier oben seht ihr das Blatt oder in dem Blatt sind die Siegpunkte, die ihr am Ende des Spiels für dieses Dschungelplättchen bekommen könnt, soweit es dann in eurem Dschungel liegt, hier oberhalb eures Spielbrettchens. Und hier unten seht ihr noch Felder für Tiermarker, die man benötigt, um das Plättchen nachher dann auch in den Dschungel legen zu können. Dann als nächstes nehmt ihr die Tiermarker, die füllt ihr in den Beutel. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Tierarten. Es gibt Affen, es gibt Frosch, es gibt Papagei und Schmetterling. Upsala, da kullert mir schon was davon. Es gibt 4 verschiedene Farben: Rot, Gelb, Lila und Blau. Und es gibt insgesamt 7 Marker von jeder Tierart in jeder Farbe. Die gebt ihr in den Sack und dann mischt ihr die einmal ganz gründlich. Und dann legt ihr hier auf dem Spielplan auf jedes dafür vorgesehene Feld ein zufällig gezogenes Tierplättchen dann aus. Pro Spieler nehmt ihr dann ein sogenanntes Bonusplättchen Vielfalt und legt es auch schon mal mit hin. Die übrigen beiden Spielplättchen brauchen wir jetzt nicht. Bonusplättchen Vielfalt, die braucht man dann im 3- bzw. 4-Personen-Spiel. Die Bonusplättchen Gebiet, davon gibt es insgesamt 10 Stück, die mischt ihr verdeckt. Und je nach Spieleranzahl werden jetzt zufällige Plättchen gezogen und schon mal mit ausgelegt. Im 2-Personen-Spiel kommen 5 zufällige dieser Plättchen, im 3-Personen-Spiel 6. Und im 4-Personen-Spiel 7 zufällige dieser Plättchen. Die anderen können wir rauslegen und die legt ihr hier einfach farblich zu den entsprechend passenden Dschungelplättchen mit dazu. Dann bekommt jeder Spieler, es gibt insgesamt 4 Spielertableaus, jeder bekommt einfach ein zufälliges Spielertableau. Das habe ich hier schon mal einmal ausgeteilt. Auf eurem Spielertableau habt ihr einmal hier ganz rechts, da seht ihr euer Totemtier. Hier in der Mitte ist euer Reservat. Da habt ihr Platz für 2 Tierplättchen, die ihr da so zwischenlagern könnt. Und ganz links habt ihr nachher die Regel, wie ihr letztendlich Plättchen in euren Dschungel legen dürft. Ihr habt hier unterhalb eures Plättchens ist die sogenannte Lichtung. Da dürft ihr bis zu 3 Dschungelplättchen haben. Erst wenn die vollständig dann mit Tierplättchen belegt sind, dann werden sie nach oben gelegt. Und ihr müsst die Plättchen nachher, wenn ihr sie hier anordnet in eurem Dschungel, von links nach rechts und von unten nach oben dann letztendlich anordnen.
Dann haben wir hier noch den Startspielermarker. Der jüngste Spieler würde das bekommen. Bei uns gibt jetzt ja die Hausregel, wer das letzte Spiel verloren hat. Christian, überleg gerade. Es war gerade gestern mit unserem jüngsten Sohn und du hast mit Jonas zusammen gegen mich verloren. Ich hatte gewonnen. Von daher darfst du mal den Startspieler machen. Kann gar nicht sein, ne? Kann ich gar nicht mit umgehen. Kannst du gar nicht mit umgehen, das glaube ich dir sogar. Vielleicht noch mal einmal ganz kurz ergänzend zu den Dschungelplättchen. Ich hatte ja gesagt, es gibt insgesamt 11 Dschungelplättchen von jeder Farbe. Von diesen 11 gibt es immer 7 einfarbige Plättchen. Es gibt aber auch 4 zweifarbige Plättchen. Da ist dann immer einmal die Farbe des Dschungelplättchens drauf, also in diesem Fall dann rot. Und eine der 4 anderen Farben, also hier zum Beispiel rot und grün, rot und lila, rot und gelb und rot und blau. Und das ist in jedem Stapel dann auch so oder in jedem anderen Stapel. Dann kommen wir mal zum Spielablauf im Überblick. Der Startspieler beginnt, dann verläuft das Spiel reihum im Uhrzeigersinn. Wenn man am Zug ist, führt man nacheinander 2 Aktionen aus. Die erste Aktion ist, man nimmt sich ein Dschungelplättchen, und zwar das oberste Dschungelplättchen von einem dieser Stapel und platziert das in seiner Lichtung. Ihr habt hier unten den Bereich der Lichtung. Hier oben ist euer Dschungel, den ihr nachher nach und nach puzzelt. Wie gesagt, von links nach rechts und von unten nach oben. Wenn ihr ein Plättchen nehmt und ihr habt hier unten schon 3 Plättchen liegen, ihr dürft nämlich in eurer Lichtung maximal 3 Plättchen ausliegen haben, dann dürft ihr kein weiteres Plättchen mehr nehmen. In dem Fall müsst ihr dann das Plättchen verdeckt unter den Stapel zurücklegen. Dann, wenn ich mir das Plättchen genommen habe, suche ich mir aus den Tierplättchen, die zu dem Stapel gehören, von dem ich mir das Plättchen genommen habe, Tierplättchen aus. Und zwar entweder die Plättchen der gleichen Farbe, das heißt, ich würde mir alle blauen nehmen oder alle gelben oder alle roten oder alle lilanen oder alle Plättchen der gleichen Tierart, das heißt hier zum Beispiel alle Schmetterlinge, alle Frösche oder alle Affen. Dann nehme ich mir die und lege die hier vor mir ab. Wenn ich das gemacht habe, ich tue mal eben so, als wenn es vielleicht die letzten beiden waren, wenn ich mir nämlich die letzten beiden Plättchen aus einem Bereich nehme und der Bereich ist danach leer, dann darf ich in dem Moment, ich tue mal so, als wenn ich hier vielleicht auch noch schon was in meinem Reservat hätte, dann bis zu 2 Tierplättchen darf ich auch in mein Reservat legen und da praktisch dann ja vorbehalten oder speichern, dass ich sie später dann mal verpuzzeln kann auf meine Dschungelplättchen. In diesem Moment kann ich jetzt, sobald der Bereich hier komplett leer ist, kann ich jetzt entweder ein so gerade eben genommenes Tierplättchen oder ein in meinem Reservat liegendes Tierplättchen gegen ein beliebiges hier auf dem Spielplan tauschen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich gebe den Frosch ab und nehme mir diesen Schmetterling dann. Und auch erst, wenn ein Bereich komplett leer ist, dann würden erst die Tierplättchenfelder aufgefüllt werden. Das heißt, die werden niemals sofort aufgefüllt, sondern erst, wenn ein Bereich komplett leer ist, dann werden alle leeren Tierplättchenfelder hier letztendlich dann aufgefüllt. So, die hatte ich jetzt ja nicht. Die kommen dann wieder zurück. Ich habe mir jetzt ja alle Schmetterlinge genommen. So, und jetzt muss ich mich entscheiden, wie ich die halt hier verpuzzle. Ich kann die halt erstmal alle in mein Reservat legen oder ich kann die auf die Dschungelplättchen legen, die ich hier unten schon liegen habe, und zwar auf freie Tierfelder, wo ich die Plättchen drauflegen kann. Dieses Dschungelplättchen möchte jetzt aber nur gelbe Plättchen haben. Das heißt, dieses blaue Plättchen dürfte ich jetzt hier gar nicht drauf verpuzzeln. Das heißt, man muss auch immer drauf gucken, welche Anforderungen stellt das Dschungelplättchen. Dieses hier möchte zum Beispiel ein Papagei haben, egal in welcher Farbe. Dieses ein Frosch, egal in welcher Farbe. Hier dürfte ein beliebiges drauf. Hier nur lilane, egal welche Tierart. Hier nur blaue, egal welche Tierart. Da muss man dann halt auch drauf achten. Wenn ich dann dieses Tierplättchen platziert habe, muss ich als nächstes schauen, ob ich ein vervollständiges Dschungelplättchen habe. Das müsste ich dann nämlich in den Dschungel verschieben. Tun wir mal so. Ich hätte jetzt das so bekommen gerade eben. Hier wäre schon der Frosch drauf. Den kann ich jetzt da drauflegen. Das heißt, dieses Dschungelplättchen ist jetzt vervollständigt. Da sind nämlich alle leeren Bereiche, wo Tierplättchen drauf sind, sind befüllt. Dann muss ich dieses Plättchen nach oben verschieben in meinen Dschungel, und zwar regelkonform, wie ich es legen darf, von links nach rechts und von unten nach oben. Und wenn das Plättchen da einmal liegt, dann darf es auch nicht mehr verschoben werden, also an eine andere Stelle gerückt werden. Auch die Tierplättchen, die da drauf sind, die dürfen auch nicht mehr verschoben werden. So, nachdem ich jetzt das Plättchen dann verschoben habe, dann würde ich jetzt auch prüfen, ob ich gegebenenfalls so ein Bonusplättchen hier erfülle. Dieses Bonusplättchen hier zum Beispiel besagt, ich möchte ein Gebiet haben aus 4 zusammenhängenden gelben Plättchen. Diagonal zählt nicht als zusammenhängend, nur orthogonal oder waagerecht. Sobald ich ein Gebiet aus 4 zusammenhängenden gelben Plättchen hätte, dürfte ich mir dieses Gebietsplättchen nehmen, dürfte ich auf ein beliebiges Plättchen, das zu diesem Gebiet gehört, drauflegen.
Auf jedem Gebiet darf natürlich auch nur ein so ein Gebietsplättchen drauf liegen und dann würde der Wert dieses Plättchens mal 3 nachher am Spielende gerechnet werden. Das heißt, ich würde jetzt hier 3 Punkte für das Plättchen. Jedes Totemtier bringt mir 1 Punkt. Das heißt, das wären in dem Fall 4 Punkte und dann nochmal 3. 4 mal 3 wären am Spielende 12 Punkte. Es gibt noch dieses Plättchen Vielfalt. Das heißt, ich würde in dem Moment, wo ich ein Dschungelplättchen platziere, hier oben vollständig, würde ich auch gucken, ob ich das vielleicht erfülle. Das heißt, habe ich alle 5 verschiedenen Farben in meinem Dschungel und da zählen auch Plättchen mit dazu. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja auch 2-farbige Plättchen, die zählen nämlich immer für beide Farben. Sobald ich die 5. Farbe in meinen Dschungel lege, kann ich dieses Plättchen auf die 5. Farbe drauflegen und alle Plättchen, die danach noch in meinen Dschungel gelegt werden, sind am Spielende dann 2 Siegpunkte wert. Was auch noch wichtig ist zu wissen, ich hatte ja schon gesagt, auf jedem Dschungelplättchen darf maximal ein Bonusplättchen Gebiet drauf liegen, aber es darf auch auf einem Plättchen, wo schon ein Gebietsbonusplättchen drauf liegt, auch noch dieses Bonusplättchen Vielfalt dann mit draufgelegt werden. Genau, und so puzzeln wir letztendlich so lange, bis ein Spieler 9 Dschungelplättchen ausliegen hat. Sobald ein Spieler das 9. Plättchen in seinen Dschungel liegt, wird das Spielende ausgelöst. Dann wird die aktuelle Runde noch zu Ende gespielt, sodass alle Spieler gleich oft dran waren. Und dann kommt es noch zur Endwertung. Man guckt dann, wie gesagt, jedes Dschungelplättchen ist den aufgedruckten Punktewert wert, plus jedes Totemtier, was da drauf liegt, der eigenen Art. Bei mir jeder Schmetterling wäre dann nochmal 1 Punkt wert. Das heißt, dieses Dschungelplättchen wäre jetzt in dem Moment am Spielende dann letztendlich 4 Siegpunkte wert. Oder wenn ich hier sogar noch das drauf, hatte ich ja gerade schon gesagt, wenn ich noch ein Gebietsplättchen drauf hätte, dann würde ich sogar jetzt in dem Fall sagen, das ist 4 Punkte wert mal 3, in dem Moment dann 12 Punkte wert. Und gerade eben hatte ich ja auch schon das erklärt, wenn ich das sogar auch noch hier ausliegen habe. Das heißt, ich habe alle 5 verschiedenen Farben, das kommt ja auf die 5. Farbe. Und alle Plättchen, die nach diesem dann noch ausliegen, sind nochmal am Spielende dann letztendlich 2 Punkte wert. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei einem Gleichstand guckt man noch, wer hat mehr Dschungelplättchen in seinem Dschungel verbaut. Sollte dann immer noch Gleichstand herrschen, schaut man dann, wer hat die meisten eigenen Totemtiere. Und wenn es dann immer noch einen Gleichstand gibt, dann teilt man sich den Sieg und ansonsten hat von vornherein der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewonnen. Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit einem Let's Play. Christian ist der Startspieler, das heißt, er fängt jetzt an und sucht sich erstmal ein Plättchen aus. Welches möchtest du gerne? Das Rote hätte ich gerne. Das Rote. Dann kommt das in seine Lichtung und dann darf Christian sich noch... Die beiden Papageien. Er darf sich jetzt ja von dem, ich sag mal, von den Tierplättchen, die zu dem Stapel gehören, wo sich das Plättchen genommen hat, entweder alle Tiere einer Art oder einer Farbe nehmen. Und die legt er jetzt erstmal hier hin. Jetzt muss er sich entscheiden, wie er dir verpuzzelt. Jetzt nehme ich den. Und hier ist halt eben Voraussetzung Papagei. Das ist jetzt rot, das ist eher Zufall. Das heißt, ich packe den roten Papagei da drauf und schiebe ihn dann von hier unten. Das Plättchen ist jetzt ja komplett einmal hier so hoch. Und das zweite Tierplättchen packe ich bei mir in die Reserve. Genau, jetzt hat Christian hier angefangen, richtig zu puzzeln. Von links nach rechts, von unten nach oben. Verschieben darf er das nicht mehr. Das Plättchen liegt jetzt einmal. Die Marker kann er auch nie wieder verschieben. Und ihr seht jetzt schon hier wird nicht nachgefüllt, sondern es wird erst nachgefüllt, wenn ein Bereich komplett leer ist. Aber es wird natürlich jetzt hier einmal neu aufgedeckt, sodass man immer 5 Plättchen zur Auswahl hat. Ich würde mir jetzt dann dieses Plättchen hier nehmen. Das kommt auch in meine Lichtung. Dann darf ich mir ja entweder alle Marker einer Farbe oder einer Tierart nehmen. Ach, das ist jetzt natürlich verführerisch, ne? Ich nehme mir mal diese beiden Marker, das heißt alle gelben. Und die kommen dann auch gleich hier drauf. Das heißt, dieses Plättchen ist auch vollständig, wandert auch nach oben. Und dann ist Christian schon wieder dran. Kannst du mal aufdecken, dann kriege ich mich. Ja, dann kannst du dich entscheiden, meinst du? Oh, okay. Dann kannst du dich entscheiden. Das ist natürlich ein schönes Plätzchen für dich. Ne? Ein Plätzchen für mich? Aber keine Angst, ich nehme es nicht weg. Ich nehme einmal hier das Teil. Ich habe keine Angst. Pack das wieder da unten rein und nehme mir jetzt hier den Frosch. Pack den dahin und jetzt kann ich die halt eben bestücken. Voraussetzung ist, jetzt müssen blau sein. Die packe ich dahin. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also Voraussetzung, jeweils blaue Tiere müssen da drauf gelegt werden. Ist erfüllt. Und dann schiebe ich den da. Dann decke ich hier schon mal einmal. Oh, auch ein schönes Plättchen. verführerisch. Ich nehme es trotzdem mal, weil ich finde das ganz nett. Das kommt hier in meine Lichtung. Dann nehme ich mir hier, ich kann mir ja nur noch das hier nehmen, weil mir ist nicht zur Auswahl. So, jetzt habe ich mir das letzte Plättchen genommen, was in diesem Bereich lag. Jetzt dürfte ich mich entscheiden, ob ich hier dieses Plättchen oder wenn ich hier sogar noch, also
Von den gerade genommenen Plättchen oder sogar welche, die schon in meinem Reservat liegen, dürfte ich jetzt ein Tierplättchen austauschen mit einem beliebigen hier in der Auslage. Das möchte ich jetzt aber gar nicht, weil ich platziere den hier gleich mal. Und jetzt ist hier aber ein Bereich komplett leer. Das bedeutet jetzt, sobald ein Bereich komplett leer ist, irgendwie ist dieser Sack so zugeknuddelt, dass ich ihn hier gar nicht auseinanderkriege. Ich weiß nicht, dass jetzt alle leer. Ich habe den nicht in der Hand gehabt. Dass jetzt alle leeren Tierfelder hier einmal aufgefüllt werden. Und dann ist Christian schon wieder dran und darf loslegen. So, wir müssen ja nochmal das Blaue nochmal neu aufdecken. Das ist jetzt hier sogar ein zweifarbiges Plättchen, blau und gelb. Das heißt, es zählt sowohl für gelb als auch für blau. Coole Geschichte, das war's. Total. Deshalb nehmen wir uns den auch mal. Wir? Wir nehmen uns den. Ich nehme dann hier einmal den Frosch. Den platziere ich auch gleich da drauf. Und das war schon mein Zug. Und Michael. Was kann denn? Muss ich ja das hier nehmen. Und dann nehme ich hier natürlich alle Schmetterlinge. Und die Schmetterlinge, die lege ich mal. Lege ich die so und so. Ich lege die mal so und so da drauf. Und dann decken wir hier auch nochmal auf. Und dann ist Christian schon wieder dran. Du sollst nicht immer bei mir gucken. Ich habe jetzt gerade eben mal aus der Sicht gar nicht bei dir immer geguckt, woanders. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist zu wissen, ihr seht hier, es gibt ja unterschiedliche Gebietsplättchen. Es gibt zum Beispiel hier, sobald man ein Dreiergebiet von lilafarbenen Plättchen hat, die zusammenhängt, also orthogonal, waagerecht und senkrecht, diagonal zählt ja nicht. Wenn ich dann so ein Dreiergebiet hätte, dann muss ich mich in dem Moment sofort entscheiden, ob ich diesen Wertungsmarker nehmen möchte oder nicht. Oder, wenn ich den nicht nehme, mir innerlich sage, ich versuche, ich schaffe bestimmt noch das Vierergebiet, dann darf ich mich aber später nicht wieder umentscheiden, weil wenn ich mich einmal gegen den Dreiermarker entscheide, kann ich mich später nicht noch einmal umentscheiden, dann kann ich nur noch versuchen, den Vierermarker dann zu bekommen. Und, hast du dich schon entschieden, was du machen möchtest? So, ich nehme dann einmal dieses Plättchen und nehme mir einmal das. Und jetzt habe ich das hier wieder leer geräumt, diesen Bereich. Und ich möchte den gerne austauschen. Und zwar gebe ich den ab und nehme mir den dafür. Ach, nimmst du dein Totemtier? Natürlich. Natürlich. So, das platziere ich dann auch gleich hier. Ich mache einmal ganz kurz nebenbei, der Bereich ist leer. Ich fülle dann schon mal nebenbei auf, während Christian das Plättchen, weil er es voll hat, in seinen Dschungel dann natürlich verschiebt. Kann Christian da schon mal wieder einmal aufdecken. Und dann muss ich einmal ganz kurz gucken. Ui, das ist ja sehr verführerisch, ne? Ich werde mal dieses Plättchen nehmen. Das habe ich den letzten Platz in meiner Lichtung belegt. Jetzt gucke ich hier wieder und ich entscheide mich für die Tierart. Und zwar nehme ich alle Schmetterlinge. Das ist in dem Fall nur einer. Und den packen wir jetzt mal da drauf. Das heißt, dieses Plättchen ist vollständig und rutscht nach oben. Jetzt habe ich also wieder einen Platz in meiner Lichtung und dann decke ich hier wieder auf und upsala, und auch hier sieht man jetzt, hier haben wir jetzt wieder ein Zweierplättchen, also dieses Plättchen zählt sowohl für gelb als auch für blau, sowohl für die Gebietswertung, aber auch für die Vielfalt letztendlich, die man im Dschungel dann haben könnte. Ich nehme den roten bitte. Ja. Dankeschön, und dann hätte ich gerne alle Frösche. Alle Frösche. Frosch. Ich drehe hier schon mal um. So, den einen packe ich dahin, den anderen packe ich direkt auf das Plättchen, das ich mir geholt habe. Und das kommt dann hier oben hin. Okay, ich nehme mir dieses Plättchen hier, das kommt hier hin. Und ich werde mir da jetzt... Na, das war falsch. Eigentlich wollte ich was anderes nehmen, habe ich gerade gemerkt. Das war nicht ganz so richtig, was ich eigentlich mache. Nee, das ist falsch, was ich da jetzt gemacht habe. Entschuldigung, das wollte ich nicht machen. Ich wollte mir nämlich... Das ist ja ein Probespiel. Ja, es ist ein Probespiel, genau. Ja, klar, jetzt plötzlich. Ich nehme mir das hier. Und ich wollte nämlich hier eigentlich alle gelben haben. Deswegen, ich habe gerade gedacht, ich hatte mir nämlich schon eine Strategie ausgedacht. Ich wollte alle gelben haben, damit ich den nach oben verschieben kann. Aber du hast mir jetzt ja schon das eine gelbe Plättchen geklaut. Oh. Aber ich nehme trotzdem alle gelben und platziere die dann schon mal hier drauf. Und dann decke ich hier entsprechend auf. Und dann ist Christian schon wieder dran und darf sich was nehmen. Ich nehme dann einmal bitte den da. Welchen den da? Den da. Den da. Ja, den da. Ja, wenn du von da sagst, den da. Woher soll ich jetzt wissen, welchen? Also, ganz sauber kommuniziert. Und was möchtest du davon? Ich hätte ganz gerne die... Na, nehme ich die roten oder die Frösche? Die roten oder die Frösche? Ich nehme die roten. Witzig. Du bist so lustig. Wir arbeiten dran. So, packen wir da hin, dann packen wir den zur Verstärkung da nochmal hin. Und der kommt dann hier so ran. Dann decke ich hier schon mal auf. Ach, noch mehr Fröschis. So, jetzt muss ich,
Ich möchte dieses Plättchen, das darf ich nicht mehr nehmen. Ich habe schon drei Plättchen meiner Lichtung. Oh, und daher wird das nein. hier verdeckt oder den Stapel das ist eine zurückgelegt. Ich entscheide mich hier für alle gelben. Der kommt hier hin und dann wandert nämlich, upsala, dieses Plättchen hier nach oben. Dann habe ich nämlich wieder Platz. Ja, das nützt ja nichts. Du hast mir hier das Was eine gelbe hier geklaut. Verschwendung. Dann musste ich leider etwas habe ich verschwenderisch dir schon vorgehen. Gesagt, dass das total die Verschwendung Ja, war? du hast es schon gesagt. Ich glaube, ich habe es gehört. Ich glaube, ich habe es vernommen, Das dass ist es selber, ne? Verschwendung ist. Aber es nützt ja nun mal nichts, ne? Naja. Da geben wir mal bitte den Grünen und alle Affen. Alle Affen? Hui, das ist aber viel. Hm. Alle Roten? Na dann. Decken wir den nochmal auf hier. Und, du bist fertig? Ja, mehr geht nicht. Oh, das ist natürlich schade. Das wirst du ja wahrscheinlich gleich nehmen. Aber egal, ich werde dieses Plättchen hier nehmen und nicht stehlen. Und dann bekomme ich den hier. Jetzt habe ich wieder einen Bereich komplett leer geräumt. Das heißt, ich dürfte jetzt einen von den gerade eben genommenen Tiermarkern oder einen aus meinem Reservat mit einem beliebigen tauschen, möchte ich aber nicht. Ich lege den hier hin. Das Plättchen wandert nach oben in meinen Dschungel. Ich habe hier ein bisschen, ich mache es mal ein bisschen so. Und jetzt habe ich ja wieder einen Bereich komplett freigeräumt. Das heißt, es werden wieder alle Plättchen hier, alle Tierplättchen aufgefüllt. Zack, die drei kommen da hin. Dann kommen da nochmal drei hin und da nochmal zwei hin. Und dann darf Christian sich schon wieder was nehmen. Zack. Ich nehme dann einmal bitte den. Ja? Sag schon, sag schnell. Den sag gelben, mir die Farbe. Den gelben, sag den mir gelben, einfach den die gelben. Farbe. Und ich hätte dann ganz gerne alle Affen. Alle Affen? Schon wieder? Hast du nicht schon mal alle Affen genommen? Du hast keinen Affe als ja, Totemtier das letzte diesmal. Mal hatte ich Affen als Totemtier. Ja, ich kann mich davon einfach nicht lösen. Nicht trennen von den Affen. Das ist ganz komisch. Na. So, dann haben wir den hier voll. Den packe ich jetzt hier hin. Und jetzt ist es so, dass ich. Vier blaue habe. 1, 2, 3, 4, die aneinander sind, also orthogonal. Das heißt, ich kann mir jetzt hier dieses Plättchen nehmen. Das Bonusgebietsplättchen, weil er jetzt ein vierer Gebiet in Blau hat. Wie gesagt, die zweifarbigen zählen ja mit dazu für jede Farbe. Und den packe ich dann da drauf. Jetzt muss Christian sich entscheiden, wo er es hinlegt. Und dann decken wir hier nochmal das gelbe Plättchen auf. Och, das ist gar nicht schlecht. Das nehmen wir mal. Das lege ich mir mal hier hin und dann nehme ich mir hier mal alle Papageien und dann lege Der ich den Papagei. Papagei. Ist meins. Hallo. Ja, du kannst ihn dir ja nochmal anschauen, den Papagei. Ich weiß nicht, ob sie wussten, aber. Ja, anschauen kannst du ihn dir ja nochmal. Er war vielleicht mal deiner, jetzt ist er meiner. Gut, ich nehme mir dann einmal den grünen und hätte dann ganz gerne einmal die Fröschlis. Die Fröschlis? Schön. Alle Fröschlis. Und was machst du mit den Fröschlis? Ja, es ist alles blöde, ne? Ist alles blöde? Ist alles total blöde. Na, ist aber schade, wenn es blöde ist, ne? Ich sage dir. Mhm. So. Nein, du gibst aber Gas hier, ne? Wie viele verschiedene Farben hast du ich schon? Ich habe noch nicht, ich habe vier verschiedene, mir fehlt noch lila. Das ist das Problem an der Stelle. Und ich Ach könnte so. Eigentlich gleich noch einen zweiten dazu packen, ne? Dass du das auch noch hochschiebst? Hast du deins gleich voll gepuzzelt? Ui, Christian gibt Gas. Okay, gut. Jetzt bringt das Vielfaltplättchen bei dir aber auch nicht mehr ganz so viel, ne? Ich hab's ja nicht. Oh, ist das verführerisch. Oh, ist das verführerisch. Das ist natürlich jetzt übel. Von daher muss ich wohl oder übel, damit Christian dieses Plättchen nicht nehmen kann, ich darf es nicht unterbringen. Ich muss es unter den Stapel schieben. Ja, dass du es nicht bekommst, dass du hättest es ja gleich vollständig verpuzzeln können. Ich nehme ja, hier alle Schmetterlinge. Ja, das hast du sofort hinlegen können. So, das kommt nach oben, das ist vollständig. So, ich habe jetzt hier ein Vierergebiet. Das heißt, ich darf mir jetzt, ich habe ein Vierergebiet in Gelb. Die sind alle orthogonal angrenzend. Darf ich mir den nehmen und auf ein Plättchen meiner Wahl in dem Gebiet legen. Und da würde ich mir natürlich eins nehmen, was nachher die meisten Punkte bringt. 2 plus 2 sind 4, 3 plus 1, also von da ist egal, auf eins dieser Plättchen kommt es drauf. Und dann drehe ich hier mal um. Und dann befürchte ich, dass Christian gleich Feierabend machen wird, vermute ich mal. Ne? Da kannst du von ausgehen. Ja. Aber du warst ja Startspieler, ich du bin ja noch immer noch einmal dran. Ja. Ich hätte ganz gerne den Einer da. Mhm. Und dann hätte ich ganz gerne die. Ja? Die Liederfarbenen. Die Liederfarbenen. 1, 2, 3, okay. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier unten einen platziere und ich gar nicht nach oben schieben kann?
Tja, dann ist das vorbei. Ist ja sowieso jetzt vorbei. Also von daher mehr darf ich hätte den noch umstehen. Da drauf packen. Ja, ich hätte sogar die Voraussetzung für einen 10. gehabt. Ja, aber das geht nicht. Wir bauen ein Hochhaus im Büro. Das darfst du leider nicht. Okay, dann muss ich jetzt ganz kurz mal einmal schauen. Auch eigentlich ist der ganz nett, ne? Den bekommen wir zumindest noch nach oben verschoben. Der wäre natürlich auch nett gewesen, aber es gibt nichts, wo es zwei Papageien gibt. Von daher, ich nehme mir dieses Plättchen hier. Ah, stopp, das geht ja gar nicht. Das wird nichts mit hochschieben, weil ich mir ja gar nicht alle daneben darf. Ach, ist das mal schade. Tududum, genau, erstmal müssen wir hier noch aufdecken. Vielleicht kommt hier ja noch was Nettes. Ja. Ein Fröschi. Siehst du, passt. Ah, du hast ja gar keine Fröschis. Ich habe gar keine Fröschis. Okay, es ist egal, wo ich mir was wegnehme, weil ich werde es leider nicht verpuzzeln können. Ich werde es leider nicht nach oben bekommen. Haben wir zu gierig. Das sieht so aus. Von daher, ich nehme mir einfach mal hier. Es ist total egal. Nehme mir das hier. Ich glaube, auffüllen können wir uns sparen an der Stelle. Ja, ich mache es. Also jetzt, ich hätte jetzt vom Nehmen, das ist wieder leer, auch noch tauschen können. Es würde aufgefüllt werden. Aber das Spiel ist jetzt zu Ende und dann kommen wir jetzt zur Wertung. So, dann kommen wir jetzt zur Wertung. Wir werten jetzt jedes Dschungelplättchen nacheinander. So, jedes Dschungelplättchen bringt ja grundsätzlich erstmal den aufgedruckten Punktewert. Jedes Totemtier erhöht den Punktewert um einen. Das heißt, das ist hier 3 plus 1 sind 4 Punkte. Hier habe ich noch so ein Bonus-Gebietsplättchen drauf. Das heißt, 4 mal 3, das sind einmal 12 Punkte. Hier 2 Punkte plus 2 für die Totemtiere, also 1 plus 1 sind 4 Punkte. Das bleibt hier bei 4 Punkten, da ist kein Totemtier drauf. Das hier 5 plus 3 Totemtiere, also für jedes ein Punkt, macht 8 Punkte. Plus nochmal hier 2 plus 1 sind nochmal 3 Punkte. Hätte ich jetzt hier noch so ein Plättchen gehabt, tun wir jetzt mal so, Christian hätte hier vielleicht alle, das wäre seine fünfte Farbe gewesen. Das heißt, bis hierhin hätte er alle 5 Farben verpuzzelt. Dann hätte er für jedes weitere Plättchen, was nach diesem kommt, also für diese 4 Plättchen, die würden ja danach kommen, hätte er dann nochmal 2 Punkte bekommen. Das haben wir jetzt ja aber gar nicht. So, das heißt, was habe ich für Punkte? 31 hast du. Und du hast hier? Habe ich mir jetzt komplett ausgerechnet. Du hast da einen Punkt. Oh, das ist mal gut. Ach, tut ihm dir 2 Punkte, 5 Punkte, 2 Punkte. Hier sind es nur 2 Punkte, ne? Hier nur. Hast du 5 mal 3 sind 15. Nur, sagt sie. Das ist ein Punkt, da ist ja kein Totemtier drauf. Hier sind es 2 Punkte, 1 Punkt und nochmal 3 Punkte. Kann das sein? Bin das ich richtig? Das sieht gut aus, genau. Okay, das heißt, ich habe jetzt 31 Punkte erspielt. Ich habe 33. Du hast 33 Obwohl Punkte erspielt. Obwohl ich gefühlt doppelt so viel Plättchen gekriegt habe. Wenn wir jetzt einen Gleichstand gehabt hätten, dann hätte man geschaut, wer hätte die meisten Dschungelplättchen verpuzzelt. Das wäre Christian gewesen. Ja, das war auch die Strategie. Hätte man auch da einen Gleichstand... Ich habe voll auf Gleichstand gespielt. Hätte man auch da einen Gleichstand erzielt, dann hätte man geguckt, wer hat die meisten eigenen Totemtiere. Und hätte man da immer noch einen Gleichstand, dann hätte man sich den Sieg geteilt. Ja, so spielt sich Rainforest und dann können wir mal zu unserem Fazit kommen. Ich, du, wer möchte? Dann fange ich einfach mal an. Ich fange mal mit der Anleitung an. Die ist gut geschrieben, gut bebildert, die ist übersichtlich. Es ist wirklich auch ein einfaches Spielprinzip. Es ist wirklich ein schönes Familienspiel mit einem Mechanismus, der letztendlich ja nicht neu ist. Es ist letztendlich ein Plättchen-Legespiel. Interaktion, es kann gewollt oder nicht gewollt vorhanden sein, je nachdem wie man spielt. Nicht gewollt, indem man einem unbewusst vielleicht eins von dieser Dschungelplättchen klaut, was ein anderer vielleicht gerne haben wollte oder auch Tierplättchen wegnimmt. Gewollt geht das natürlich auch, so spielt Christian dann typischerweise, dass er guckt, ah, das Dschungelplättchen, das könnte Michaela ganz gut gebrauchen, das nehme ich mal weg. Oder nee, eher versuchen die toten oder Tiere die toten wegzunehmen, Tiere. Das ist einfacher. Also Interaktion ist, kann, wie gesagt, man kann es gewollt mit Interaktion spielen oder man ungewollt kann es natürlich dann auch Interaktion letztendlich dann entstehen. Ansonsten ist auch so ein kleiner Wettrenncharakter noch mit dabei, weil je nachdem, welche von diesen Bonus-Gebietsplättchen dann auslegen, guckt man natürlich, wie sind die anderen Mitspieler dabei, wie viel haben die schon von dem Gebiet verpuzzelt, sind die vielleicht schneller damit fertig, kriegen die das eher? Nehme ich vielleicht dann eher mal das Dreiergebietsplättchen oder versuche ich dann nochmal das Vierer zu kriegen oder gehe ich vielleicht tatsächlich mal auf diese Artenvielfalt, das heißt, dass ich möglichst schnell versuche, diese verschiedenen Farben zu haben, wobei, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, ich bin eher auf die Bonusgebietsplättchen gegangen, weil ich finde immer diese Vielfalt, ja, es ist so, wenn man da erstmal 5 Plättchen so verpuzzeln soll, das ist irgendwie so dann. Ja, du kannst es auch in 3 schaffen, wenn du immer die Doppelten kriegst. Genau, das wollte ich gerade damit das sagen. Ist Glück. Da sind ja auch nicht so viele, es sind ja in jedem Stapel nur 4 Doppelte drin und dann muss es auch jedes Mal mal passen, dass es mit der Farbe passt. Genau. Also von daher, da bin ich noch nicht so doll drauf gegangen, wenn, dann war das eher mal Zufall. Ist natürlich sehr verlockend, weil dann für jedes Plättchen, was danach kommt, nochmal 2 Punkte dann bringt.
Zufällig ist natürlich auch, wie kommen die Totemtiere raus, in welcher Kombination kommen die aus dem Sack, wie liegen die da? Habt ihr gerade gesehen, ich wollte eigentlich ganz gerne dieses Dreierplättchen hier, hätte ich schon viel früher verpuzzeln wollen, wenn Christian davor, wenn ich den einen gelben Affen weggenommen hätte, dann hätte ich mir die Das habe ich nicht Zeit. mal böswillig Da gemacht. hast Ich du habe den mich. gelben wirklich selber gebraucht. Ja, ich sage ja, das ist ja, es kann ungewollt, kann halt auch Ja. Interaktionen passieren. Man kann dann halt überlegen, was man möchte. Aber letztendlich vom Spielfluss und vom Spielmechanismus wirklich ein schönes, einfaches Plättchen-Legespiel, was jetzt das Rad nicht neu erfindet, was aber schön entspannt, man schön entspannt spielen kann, wie ich persönlich finde. Wir haben es auch schon in unterschiedlichen Kombinationen gespielt, zu zweit, zu dritt und zu viert, mit Erwachsenen und auch mit unserem jüngsten Sohn jetzt gerade auch erst. Und das macht mir einfach jedes Mal wieder Spaß, meinen Dschungel hier entstehen zu lassen. Die Grafik, okay, das ist hier letztendlich zweckdienlich. Was ich ganz witzig fand, wo unser Sohn uns gestern darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich ganz ehrlich, wir haben das schon so häufig gespielt, aber habe ich auch nie so genau drauf geguckt, dass halt dieses Chamäleon auf jedem Plättchen drauf ist, was dann hier diese Farbe des jeweiligen Plättchen annimmt, ist ein ganz nettes Gimmick. Also von daher, ich mag das Spiel. Schöne, entspannte Spielzeit. Und von daher gefällt mir das gut, spiele ich immer gerne wieder mit. Und von daher ist es für mich ein gutes Familienspiel und bekommt von mir 7 Punkte. Okay, Grafik zweckdienlich, ja. Ich habe aber echt Probleme gehabt. Magst du mir einmal den roten Stapel einmal geben? Ja. Und zwar so, und einmal das oberste gelbe Plättchen, bitte. Ah, du meinst nachher, wenn das 2 Farben sind? Ja, das Ja, stimmt ein also ich habe bisschen, echt ja. Probleme gehabt, so bei gewissen Farbkombinationen, also jetzt hier zum Beispiel dieses Gelb-Rot, die sind sogar ziemlich identisch, Gleich, bis auf ja. unten, Ja. daraus zu sehen, das sind zwei. Also für mich war das irgendwie dann immer gelb und nicht rot, weil mir zu viel Gelb in dem Plättchen drinne war. Und ich sag mal hier so bei dem ist auch mal, wenn man es weiß, wenn man sich dran gewöhnt hat, okay, aber so auf den ersten Blick, ja, das ist ein gelbes Plättchen. Nee, nee, das ist blau und gelb, weil im Hintergrund halt eben blaue Blätter sind. Da habe ich schon eher ein Problem mit gehabt. Und ich sag mal, ich glaube, jemand, der eine Rot-Grün-Schwäche hat, der, für den wäre nichts, das wäre kein passendes Spiel, weil das kriegt eine Rot-Grün-Schwäche Die sind ja auch erkrankt, da so kriegt nah, das nicht sind hin, ja auch das so nah erkrankt, das ist ja zusammen, ne? Schlimmes. Ja, genau, also deshalb, da habe ich auch Probleme mit gehabt. Ansonsten, das ist eigentlich fast für, es ist ein Familienspiel, deshalb auch so eine komprimierte Spielzeit, so mit einer halben Stunde sind wir auch immer ganz gut hingekommen. Was plus ist, man will halt eben immer so viel, also man will so erreichen, ja, ich nehme den Zweier, also den hier, wo ich halt eben drei von einer Sorte zum Beispiel haben möchte. Und ich will natürlich von anderen Sorte nochmal den Dreier mitnehmen. Das will man alles haben. Und das geht nicht, weil man hat ja nachher nur maximal 9 Plättchen, die da liegen. Und da muss man wirklich Schwerpunkt sagen, okay, ich gehe auf Lila, weil da ist so einer, wo ich, wenn ich 4 aneinander gebackt habe, den dreifachen Wert bekomme. Das forciere ich. Oder eben, die liegen so cool aus, dass ich versuche, diese Vielfaltsgeschichte zu machen. Dann viel hinten raus, dass ich es wirklich voll bekomme, um vielleicht dann 5-mal diese Vielfalt zu bekommen. Das wären dann 10 Punkte on top. Das wäre natürlich genial, aber so funktioniert das Spiel auch nicht. Dafür ist eben dieser Glücksfaktor zu hoch. Welches Karten, also welches Dschungelplättchen wird nachgezogen mit den Farben, mit den Anforderungen? Was liegt an Zeugs aus, also an Tieren aus? Was ist mein eigenes Totemtier? Passt das zu? Also das verzahnt sehr stark und ist dadurch wirklich sehr, sehr glücksabhängig. Aber als Familienspiel wunderbar, schöne kurze Spieldauer, einfache Regeln und also auch mit unserem 7-Jährigen hat das wirklich gut geklappt. Man musste ihm jetzt nicht irgendwie sagen, ja, mach das mal so oder so. Also er hat es wirklich komplett autark, eigenständig gespielt und hat es gut gespielt. Also da muss man sich auch als Erwachsener gefühlt nicht zurücknehmen am Anfang, wenn man das dem Kind erklärt. Ja, okay, dann meistens sowieso. Aber wenn das Kind es verstanden hat, dann flutscht das wirklich ohne Probleme. Und von daher wirklich ein schönes, gutes Familienspiel. Auch von mir 7 Punkte. Was ich noch ganz kurz ergänzen wollte, was ich vorhin, da hatte ich noch dran gedacht, jetzt ich auch sagen möchte, ihr habt jetzt ja auch schon gesehen, es gewinnt nicht immer automatisch der, der es komplett vollgepuzzelt hat. Also ich Dann habe jetzt ja 4 Plättchen mehr gemacht als Michaela genau. und ich habe 2 Punkte mehr gemacht. Also das ist Ich habe das nämlich gestern auch gerade. Gestern hatte ich nämlich 6 Plättchen verpuzzelt. Jonas hatte 9 und du hattest glaube ich, 8, acht oder genau. so. Und ich habe trotzdem gewonnen, weil es kommt dann manchmal auch darauf an, welche Plättchen man dann nimmt. Weil ihr seht ja, es gibt hier auch Plättchen, die bringen sowas hier. Plus Und noch ein wenn man Totemtier und dann noch ein plus, Multiplikator. genau, also von daher, das finde ich halt auch ganz schön, dass nicht automatisch der gewinnt, der halt dann letztendlich komplett vollpuzzelt, also der die meisten Plättchen hat, sondern man kann da schon gucken, so in welche Richtung gehe ich diesmal, welche Plättchen, wie Christian schon gesagt hat, da müssen die natürlich kommen, die Plättchen, dass da auch so hohe Werte drauf sind. Ne? Also von daher, Ist ja das okay. finde ich aber auch sehr schön. Von daher immer wieder schön zu spielen.
Okay, das war dann unsere Review zu dem Spiel Rainforest. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!